Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charu mit LP hinten dran und heute fahren wir fort mit Warcraft 3, Reign of Chaos. Sag ich eigentlich Warcraft 3? Warcraft 3, Reign of Chaos eigentlich, ja gut, egal. In der letzten Episode haben wir die Eskortiermission erfolgreich, Menschen, beendet. Ja. Ich bin der Kriegshäuptling. Nö. Das lasse ich mir nicht bieten. Niemand schon. Ich muss den Typen da wegmachen. Ah, sehr schön. Das. Oh, oh. Heiltrank. Jetzt mit Linksklick. War das ein Linksklick? Ich hoffe, das war. Ja, okay, das war ein. Für die Ehre. Boah, das war jetzt aber echt Knappikowski. Ja. Ja. Hust. Oh gut. Plündern. Ja, ist ja eigentlich noch praktisch, aber ich brauche zuerst mal eine Hochburg, ne? Also weiter. Und vor allem mehr Einheiten. So, was haben wir denn hier? Tollkopfjäger. Und Grundsatz. Wir brauchen mehr Gold. Oh yeah. Muss was getan werden? Ja, eigentlich schon. Ich hätte gerne noch einen Wachturm. Wenn das denn nicht zu viel des Guten wäre. Ja, ich kann nicht einfach nicht rumschicken und die Gebäude automatisch erstellen lassen. Das ist natürlich das Blöde. Rache für Sulcim. Wer ist Sulcim? Ja, ich kenne mich im Warcraft-Universum einfach nicht aus. Das ist das erste. Ja, eigentlich wirklich das erste Warcraft-Spiel, das ich je gespielt habe. Aber ich finde es einfach cool, wieder mit den Orks zu spielen, obwohl Rache für Sulcim keine Drachen sind. Sie keine Drachen haben, wie mir gesagt wurde. Und mir wurde, also ein Vögelchen hat mir gezwitschert. Meine Herren, seid ihr doof oder was? Das ist die letzte, allerletzte Mission, auch eine Survival-Mission ist. Oh Gott. Ja. Ich liebe Survival-Missionen. Also weiter. Egal. So, das sollte jetzt auch langsam fertig. Oh Gott. Arbeit noch? Abgeschlossen, ja? Aber das ist fertig, das ist sehr schön. Häuptling, der Warzone-Clan greift ein weiteres Menschenlager. Was? Vielleicht ist das unser Schicksal. Für immer und ewig gegen die Menschen zu kämpfen. Darf ich. Gorg. Ich darf den nicht ohrfeigen oder Kriegswerkstatt. Was haben wir denn hier? Wir haben eine Kaserne. Wir haben eine. Ah, wir haben doch eine Kriegswerkstatt. Grunzer, Räubern und Hau. Oh mein Gott, das ist doch nicht euer. Oh mein Gott! Aufbau abgeschlossen. Flügeldrachen! Mind blown. Stimmt, Ressourcen sollte ich schnell verbrutzeln. Was ihr wollt, was getan werden? Ist tot. Ich weiß, weil der ein Idiot ist, weil der mit 5 Einheiten dein ganzes Lager angreift. Bestiarium, ja, das haben wir noch nicht. Alles klar. Ist da ein Held dabei? Ich bin der Krall macht den Typen da fertig, weil der wird, glaube ich, unser Gebäude angreifen. Rache für Sulcim. Ja. Die Geister sind ruhelos. Na, egal. Yay! Das tönt schon mal gut. Tauren und Flügeldrachen, was auch immer das sein wird. Also weiter. Wir haben auch die Kodo-Bestien, die Maschinen sind. War jetzt aber nicht. Cool. Verschlingen. Oh, das muss ich auch noch ausprobieren. Es wird so cool. Oh mein Gott. Abgeschlossen. Okay, der Tag heute war eigentlich so lala, aber das jetzt, this made my day. Wow, cool. Ich freue mich schon. Wow. Okay, hoffentlich seid ihr nicht allzu empfindlich, wenn es um solche Sachen geht. Von wegen. Eins haben wir das auch. Supi, finde ich gut. Da würde ich jetzt noch gerne 2 Peons haben, die in die Goldmine gehen und mir Gold beschaffen. Oh, ja, stimmt, ich muss ja mal von den Dingern bauen, damit.
Arbeit abgeschlossen. So. Was ihr wollt. Arbeit. Aufgebaut. Das kann ich. So. Wir haben Räuber und Kodo-Bestien einschnüren, ja. Schwerfällige Kriegsbestie. Gut. Bereit zur Arbeit. Ich bilde da keine mehr aus. Okay, Forschung abgeschlossen. Du da, Arbeit, Arbeit. Ich hätte trotzdem noch gerne, dass dieses Ding repariert, weil Reparaturen kosten weniger als Neubauten. Oder meistens zumindest. Jetzt in Videospielen ist es zumindest so. Wetten, er greift noch ein drittes Menschenlager an, ne? Das wäre einfach viel zu schön. Das wäre viel zu schön. Aber ich glaube, ich werde einfach die Lager da fertig Arbeit kaputt machen und so. Ja. Danke. Altar der ja. Das kann ich. Ja, ich gehe doch lieber auf Nummer sicher. So. Gut, jetzt können wir auch noch zwei Räuber ausbilden und eine Kodo-Bestie. Wir brauchen mehr Gold. Und wie geht es euch heute? Wie war euer Tag so? Was auch so schrecklich war. Blach. Heute ist, by the way, hier der 6. März. Nein, nicht mehr. Ist Gott sei Dank nicht mehr Februar. Oh Gott. Februar ist... Wer auch immer den Februar erfunden hat, der ist... Oh Gott. Ich mag den Februar nicht. Im Februar passieren immer schreckliche Sachen. Mann. Aber egal. Ja. Level die up. Geister sind ruhelos. Wirklich? Fernsicht. Heldenstufe 6. Erdbeben. Oh, cool. Ich würde als erst diesen Kettenblitz verstärken. So. Bereit zum Ausritt. Muss was getan werden? Jupp. Arbeit abgeschlossen. Wir brauchen... Arbeit, Arbeit. Auch mehr Ork. Ja? Baue. Oder Orkbau? Aber gern. Sag das Zauberwort. So. Dann hätte ich hier gerne noch... 150? Es kostet... Doch, komm. Wir brauchen mehr Holz. Oh mein Gott. Welch Weitsicht. Oh, Aureus der Reif. Ach. Er muss natürlich alle auf sich aufmerksam machen, der Volltrottel. Der Held unseres Verbündeten ist tot. Schon wieder. Das erinnert mich eigentlich an so japanische Rollenspiele. Oder einfach Rollenspiele generell, so rundenbasiert, wo man eine Party Arbeit hat. Abgeschlossen. Also jetzt nicht so Skyrim-Rollenspiele, wo Arbeit Tod gleich Tod bedeutet, sondern so Rollenspiele, wo Phönix wieder gleich, ja, ich rette dich, bedeutet. Was ihr wolle. Ja. Da gibt's immer einen Charakter, der immer, fast jedem Kampf draufgehen muss. Alles klar. Okay, du wirst jetzt aber... Arbeit, Arbeit. Ich hab wenig Holz. Vernichtet ihn! Du trollst mich jetzt einfach... Der trollt mich. Das hatte auch, Dings. Auf damit! Ah, jetzt aber. Die Geister sind ruhig. Also, der Dings. Ah. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ach, das hatte, glaube ich, auch so etwas Ähnliches. Tja. So, ja. Bewegen, angreifen. Schön. Ah, so. Jetzt haben wir genügend Kodo-Bestien. Jetzt haben wir nicht zwei. Ja, wenn ich was mache, muss ich immer übertreiben. Das ist so. Das könnt ihr nicht verhindern. Das ist unvermeidlich. Ja, yeah, sehr schön. Arbeit abgeschlossen. Oh, das hätte ich eigentlich auch noch gerne, aber zuerst. Noch zwei Kopfjäger, ein Katapult. Mehr Holz. Oh. Okay. Das ist dann ein schönes Dilemma. Getan werden? Okay. Ich mache aus dir jetzt einen Holzfäller. Ich bin der Kriegshäuptling. Und ihr kommt. Wohl, reicht es aus, anzugreifen. Rache für Sulchim. Ja, ich bin eine sehr defensive Spielerin, mein Gott. Und nicht in allen Spielen so. Egal, no geil. Das Fußabdrücke, oh mein Gott. Oh
mein Gott, das war Fußabdrücke im Sand. Für die Ehre. Oh mein Gott, 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 guckt euch das an, das sind Fußabdrücke im Sand. Für die Ehre. Ja, jetzt können wir einen Jungen greifen. Forschung abgeschlossen. Ja. Oh mein Gott, ich liebe es, wenn Spiele detailverliebt sind und Fußabdrücke in den Sand setzen. Das Spiel ist aus dem Jahre 2002, 2003, glaube ich, oder so. Ich habe die Packung gerade nicht. Doch, da ist sie. Was steht da? 2003. Fußabdrücke im Sand. Hey, das ist ein Tau. Ah nein, das ist ein Keiler. Los, vernichtet sie. Was? Der macht das nur schlimmer. Der macht das nur schlimmer. Alles muss ich vernichten. Halleluja. Wieso auch immer jetzt Halleluja? Ich weiß nicht. Der schien eher klein. Ja, ich habe keine Einheiten im... mein... Ding. Kaum Kosten. Also weiter. Ich mal sagen, wir müssen zerstören. Doch es darf nicht uns gehören. Ich liebe das Lied. Noch Darion Corps. Ist der König nicht tot? Der König ist tot. Lang lebe der König. Vielleicht sollten wir langsam den Wachturm vernichten. Vielleicht. Moonin Ironcliff. Hey, Moonin heißt doch einer. So hieß einer von Odins Raben. Ich bin der Kriegsmann. Trall, komm mal zurück nach zum Stützpunkt. Und. Komm schon. Dann. Ja, ihr könntet eigentlich zurückkommen. Obwohl, nein, das schaffen wir schon. Ja, wie ich es mir ständig alles verlegen würde. Doch, also doch, das kriegen wir hin. Eure Zeit ist gekommen. Wohin soll ich gehen? Ich bin ah, sehr schön, Trall hat ein Level up. Oh, sehr schön, bessere Geisterwölfe. Noch so ein Angriffsgebäude. Die habe ich am liebsten. Ne? Die gefallen mir. Rache für Sochi. Oh oh. Also weiter. Wir werden angegriffen. Ja, das sehe ich. Das sehe ich. Das ist ja nicht so toll. Zack. Schnell ein paar Grunze ausbilden. Joa. Kritische. Okay, das lohnt sich nicht. Ist natürlich lustig, wenn man auf einmal... Oh. Yeah. Kettenblitz. So. Ist natürlich lustig, wenn man... bitte nicht. Bitte kein... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menschenlager. Das wäre... Das wäre böse. Ah, ich habe nur so viele Einheiten. So viele. So wenig. Oh, ich brauche schon ein paar von denen. Wir brauchen mehr Gold. Wir brauchen mehr Gold. Oh mein Gott. Das ist ja schrecklich. Ein Leben für die Horde. Habt ihr keine Lebenspunktregeneration? Ah, doch. Aber die ist langsam. Ja. Aber der die Wachtürme sind da nicht ziemlich cool. Ja. 180 haben wir so viel. Haben wir. Arbeit, Arbeit. Jupp, Arbeit, Arbeit, Pion. Rache für Sulci. Wer ist Sulci? Meister. Die Geister sind ruhelos. Kann ich das irgendwie... Nein, kann ich nicht. Okay. Mana-Rolle, Mana-Trank. Das bringt mir nicht so viel. Scharfsee. Okay, wir haben... Wow, 15 Minuten schon? Oh mein Gott, was haben wir geschafft? Ach, das ist so schön.
Ja, das ist eigentlich die Frage. Was haben wir geschafft? Nicht viel. Also unser Stützpunkt ist ein bisschen ausgebaut und wir haben einen Angriff unternommen, der kläglich gescheitert ist. Und ich wünschte, das wäre so wie in Spellforce 2 beim Bulwark, wo man sagen kann, greif das rechte Lager an, greif das rechte Lager an, dann greift man auch noch das rechte Lager an, dann hat man's, ne? Aber hier sind sie like, nö, Menschenexpedition. Was ist das? So ein Auge. Geschwindigkeit rasend. Schlecht. Na gut, das ist am besten bewachte Lager. Und da müssen wir definitiv durch. Da kommen wir nicht ungestört durch. Wenn wir... Da sehe ich schon so, das Katapult nehme ich da noch mit und dann versuchen wir es nochmal. Die sind eigentlich ziemlich gut. Stimmt, ich kann ja noch das hier verwenden. Na, ah, die haben 4 Nahrungsplätze. Die sind eigentlich cool, weil sie noch extra Angriffsschaden geben. Also weiter. Was ihr wolle. So. Ich bin der Kriegshäuptling. Ist das eigentlich die Musik im Spiel? Ja. Ja doch, das ist die Spielmusik. Hallo, hier ist das Begrüßungskomitee der Orks. Hoffentlich gefällt Ihnen unsere Blitzkur. Wenn nicht, können Sie eine Axt ins Gesicht oder ein Verschlingen durch eine Kodo-Bestie nehmen, ja, bekommen. Was auch immer. Okay, nein, ich will jetzt die Blauen kaputt machen, die nerven. Also die hier. Der Held unseres Verbündeten ist tot. Yay, hat's wieder hingekriegt zu sterben. Ja. Jetzt aber ein bisschen organisierter. Angehen, so. Ja, ich habe mich entschieden, einfach mal alle Menschen fertig zu machen. Weil sie uns sonst nicht in Ruhe lassen. Das können wir nicht haben, ne? Forschung abgeschlossen. Für die Ehre. So. Für Doomhammer. Krall, du kannst eigentlich den Typen da fertig machen. So, okay, jetzt haben wir... Die Geister. Ah ja, die Miliz, stimmt. Die Bauern können ja sagen, nö. Wir haben auch Waffen, wir können auch mit Waffen umgehen. Und dann quasi... Zack. Zack, zack. So, danke. Können wir da noch was erforschen? Nö, da ist eigentlich auch das... Also auch nur das, ist auch nur das. Och, Menno. Naja, Skio, ich weiß. Bam! Schade, der Schaden ist einfach... Boah. Bam! So. Burg. Da ist noch eine Burg. So. Was ist das da? Ihr greift auch schön alle an, ne? Sehr gut. Na, zumindest ein Lager wollen wir fertig machen. Dann in der nächsten Folge machen wir die restlichen Lager kaputt. Und holen uns die Zeppeline. Und so weiter und so fort. Wir wissen ja, wie das geht. Und da kommt niemand. Das ist auch sehr gut. So. Wen soll ich töten? So. Du könntest auch ein bisschen helfen. Ist ja quasi... Oh. Held. Ja. Schal Lightbinder. Also quasi Schal Lichtbinder. Er bindet das Licht. Ja, Häuptling. Natürlich muss ich noch das Gebäude kaputt machen, aber okay. Unsere Stadt wird angegriffen. Lotharion Korps. Oh, ihr habt's geschafft, den Angriff abzuwehren. Oh, ich bin stolz auf euch. Every day they're trolling me. Oh, Gark. Oh. Was ist? Och, nö, nichts von dir. Also weiter. Ich bin der Kriegshäuptling.
Ja, das... Für die Ehre. Oh, Grom, könntest du uns nicht irgendwie helfen oder so? Ich lasse das Katapult mal hinter mir. Ja, zurück zu meiner Basis. Und baue noch... Also, kommt hier noch Sachen. Und... Ja gut, ein Lager sind wir eigentlich losgeworden. Die beiden sind noch ein bisschen... Ja, Häuptling. Zerhackstückeln von Gebäuden. Das ist gut. Und, gut. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und es wäre supi von euch, wenn ihr beide nächsten auch wieder reinschauen würdet. So ja. Nein? Okay. Also, ich kann ein Nein akzeptieren. Also, bis dahin haltet die Ohren steif. Tschö.